Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Verschlungen werden vermeiden für Jiro. Anzunehmen Paiole ja Pau. In Seves Mortis an dieser Position. Nehmen die Quest gleich mal an. Ich glaube, um diese Quest freizuschalten in diesem Gebiet, müsst ihr bei der Schiffenkonsole hier bei Firim eine bestimmte Sache erforschen, welche genau kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist im Text von dem Forschungspunkt irgendwas mit Jiro zu lesen. Wenn ihr diesen Punkt erforscht, solltet ihr diese Quests bekommen. So, Quest ist angenommen und jetzt heißt es Verschlinger getötet. Das Ganze darf man machen, bis dieser Balken 100% erreicht. Das Gute ist, das geht ziemlich flott. Also meiner Meinung nach dauert es nicht allzu lange. Einer von diesen Mobs gibt schon 7%. Dann gibt es hier noch so Haufen kleine. Da nehme ich noch einen großen mit. Und dann sollte ich von weit über 20% kommen normalerweise. Ein bisschen Pets heilen. Da sind noch ein paar Mobs geadet. Wunderbar. Umso schneller geht es. Jetzt bin ich schon bei 40%. Questgebiet ist ziemlich groß gehalten, finde ich. Und ich habe 52%. Diese Mobs hier geben, glaube ich, am meisten Prozente. Mal schauen. Wir sind aktuell bei 52. Ich mache einfach mal Heldentum, weil ich es kann. Hier 10%, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also die größeren Mobs sind schon lohnenswert. Dann pulle ich hier noch einen großen und ein paar kleine. Bettseilen. Hab sogar noch ein paar Sekunden Heldentum. 78%. Und jetzt nehme ich einfach mal die kleinen hier. Vermutlich wird die ganze Gruppe adden. Nein, tut sie nicht. Okay, okay. Sehr gut. Ich bin mit der ganzen Gruppe im Kampf. Na gut, wozu hat man Todstellen? Genau, damit die Pets weiter die Aggro haben. Gut. Vielleicht setzen sie ja zurück. Quest ist ja bereit zur Abgabe. Na dann töte ich sie halt. So, Quest ist abzugeben bei Oleja Pau in Seves Mortis an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren und in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.